Fernsehen, ich bin ja ein moderner Mensch, gucke ich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Auch Polit-Talkshows, also diese Unterhaltungsformate, eine Stunde lang wird verbal aufeinander eingedroschen, am Ende weiß man gar nicht mehr, wer was gesagt hat, und die werden ja moderiert von drei Uschis mit der gleichen Frisur an unterschiedlichen Wochentagen. Und das letzte Mal, als ich das geguckt habe, der hieß Anne Will noch Günther Jauch. So lange ist das her. Und da saß schon damals die übliche Besatzung da rum. Ich weiß noch, Opa Gauland war dabei, hat wieder rumgeschimpft über irgendwas, was er nicht will, und wurde dann von einem anderen Talkshow-Gast mal darauf angesprochen, was er denn will. Wurde gefragt: Herr Gauland, Sie schimpfen hier die ganze Zeit, was Sie nicht wollen, aber was wollen Sie denn, Herr Gauland? Und hat er dann gesagt, also hat er mit der Hand auf sein Bein gehauen und hat gesagt: Ich will das Land meiner Väter wieder haben. Da wusste man doch Bescheid. Da habe ich gedacht, okay, gut. Aber wieso Plural? Ich denk so gern an früher, rund um die Uhr an früher. Je später es wird, umso öfter. Mit jedem Bier wird es töfter. Die Welt war in Ordnung, heil war sie auch. Das macht mir ein warmes Gefühl in meinem Bauch. Ich hab Pipi im Auge und Schwermut im Blick. Ich will das Land meiner Väter zurück. Wir wuschen uns in der Küche, doch, doch, mit dem Waschwasser wurde Suppe gekocht. Ich roch nach der Suppe, die Suppe nach mir, und Vater roch nach dem Bier von hier. Man wusch sich Vorder- und Hinterteil. Die Familie sah zu, Mann, war das geil, denn die Wohnung bestand nur aus Küche und Flur. Ich denke an früher rund um die Uhr. Warum wird es immer später? Wo ist das Land meiner Väter? Es waren mehrere Väter, sie zahlten in bar, während Mutter immer so fruchtbar war. Die Väter verdufteten ganz geschwind. Jeder sah zu, dass er Land gewinnt. Die Väter verschwanden in irgendein Land. Ich nehme mal an, in ihr Vaterland. Oh, wir hatten ein Plumpsklo hinter dem Haus. Im Winter ging man zum Kacken daraus. Kaum rausgedrückt war die Wurst hart wie Stein, schlug wie eine V2 ins Plumpsklo ein. Bei 20 Grad minus an der frischen Luft. Im Sommer liebten die Fliegen den Duft. Sie krabbelten auf mir rum, währenddessen ich spürte das Kribbeln schon beim Mittagessen. Oh, wir machten mit Kohle die Bude warm. Der Eimer war schwer und dick war der Arm. Die Asche brachte man morgens zur Tonne und stand in der Wolke und sah keine Sonne. Das hat man uns alles genommen. Wir haben Frühstücksfernsehen bekommen. Der Espresso hat mir grad die Gusche verbrannt. Scheiß Ausländer, das ist nicht mehr mein Land. Oh, mir kommt kein Smoothie rein in meinen Bauch. Ich trink Lebertran und das riecht man auch. Früher war besser und ich war jung. Das weiß ich aus meiner Erinnerung. Die ist zwar schwarz-weiß und die ist Mono, aber alles war besser vor Yoko Ono. Was? Die Jahreszahl beginnt jetzt mit einer 2. So eine Scheiße macht's gut, ich bin nicht mehr dabei. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank.